Herzlich willkommen bei Ruhr Eislöwel. Heute werden wir mal ein bisschen blauer durch machen. Mal sehen, wie das wird. Besser, ich hoffe, besser wie Outlast. Ja, mal gucken. Ja, sollen wir die auf normal oder schwierig gucken? Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ja, nimm mal schwieriger. Gucken wir mal, wie das wird. Also das lange Warten. Wake up, but open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Here, let me help you. You've given me some thoughts. Kind of busy here. Sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral assumption. Could be Hope. They're not happy about it? Shit. Shit, shit, shit. Come on. Ja, wie ich jetzt hier so sehe, spielt irgendwie das irgendwie vorher ab. So, vor Outlast in der Klinik. Wie alles halt war. Auf jeden Fall, sieht die Klinik so besser aus als vorher bei Outlast. Auch die Leute gefallen mir viel besser, sind viel netter. Christ, Waylon, hurry up, they're waiting on you. Cutting it close, next patient. They've got Gluskin out of his cell. Page him again. We need this Park guy in here now. Tell him he's got 15 seconds to keep his job. Christ. Park. Finally. Where have you been? Functional imaging interfaces and talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. I can call into the chamber, ask them to delay. No, I don't need another performance evaluation. Mr. Park here is going to have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Are we happy, Mr. Park? Steve?
fMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck me, they're bringing him in. Ah, das ist ja der Worker, was wir am Anfang gedacht haben, das wäre der Billy. Aber ist ja nicht der Billy. Das ist der Worker, aber... Billy war ja der andere. Weil er sieht so schon schrecklich aus. Hey, calm yourself. This is a high security... It's alright, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Quickly, Mr. Park. Head will need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. 4, 3. Arterial spin labeling is back online. Good. Positioning imaging place. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Sure, hold on. Thanks. Come on, man. Ruhe. Kann man den hier nochmal rennen? So, ach so. Somebody's been telling stories outside of class. On the floor! Down! Hands where I can see him! Mr. Wayland Park, consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid, in fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That is brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Mr. Blower. Ja, wie bei Outlast normal. Immer wieder diese Kamera. Komm schon hier raus. Pretty flower. Fucking. All over the glass.
Mein Freund und Helfer ist wieder da. Ach, stimmt ja. Ist ja vor das andere. Und wieder keine Hose an. Da. You, now observers, come in. Ich will nicht zuschauen. Wow. Was für eine Blutlache. Kann man schon fast schwimmen drin. Oh. Das klingt schon so schrecklich. Oh oh. Come to join our therapy session. There. Take the blade. Get around with our friend here. Get a little red on your hands. It's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. No. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Ich will aber nicht abgestochen werden. Okay, ich lieber. Hallo. Wer hat dich denn ausgeschissen? Wow. Wow. Ich muss schon wieder laufen. Ui. Steh nix! Shit! Wie geht's weiter? Scheiße! Ich kann die scheiß Tastenkombination nicht mehr. Mist! Ah, so. We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal, and the lights are on. Murkoff has none in control. Yeah, I noticed. We need to get to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. You want responsibility for every legally shaky thing you did on the Murkoff Company payroll? I know I don't. It's too late to worry about that. This just has to stop. You're scared. You're not thinking straight. Okay. Let me make something clear. You try to radio outside for help. I'm gonna give you a whole new subgroup to be scared of. Are you threatening me? Yes. Doch einer. Bleib bloß sitzen. Oh, was bist du denn?
Geh weg von mir. Bleib bloß da drin. Was geht ab? Was geht hier ab? Eine Leiche. Das geht ab. Eine Leiche. Noch mehr Leichen. Ich hab wieder Wahnsinn im Kopf. Die Leichen machen mir Wahnsinn im Kopf. War der nicht gerade mit mir im Raum? Oh, schön sieht das aus. Weh, du kommst mir zu nah. Mach Kung Fu. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Ah! Hilfe! Mama! Mama! Ist er weg? Ist er weg? Ist er weg? Jetzt kann man nicht mehr gehen. Ey, Doc! Doc, hilf mir! Hilf mir! Lass mich raus! Lass mich raus! Doc! Lass mich raus! Ich will auch nach Hause. Mann, oh. Wer hat denn das? Okay. Das ist auch mal eine schöne Lage zum Schlafen. Ja, ich schlaf lieber so. Und das am besten in der Bahn. Wie komm ich jetzt hier weiter? Batterie. Immer hilfreich. Dieses Gericht. Gönn hoch. Dunkel. Ich brauche Hilfe. Gib mir eine Taschenlampe. Ich hab Angst. Ein Poltergeist. Oh, okay. Denkt man nicht zweideutig. Also, okay, man sieht es schon. Es hat da angefangen und da geendet. Lecker, lecker, lecker. Ab auffassen. Hm. Dann da ab. So, der Psychodoktor. Okay.
kannst du das Fleisch nicht so weghauen. Jetzt haben wir Fleisch. Alles verwendbar. Guten Hunger. Ich gehe weiter, ja, okay. Ah, schon mal schön. Oh, sag mal, eine Kühlkammer. Geil. Alles wem verarbeiten wir als nächstes? Bis Pulli. Nein. Ja, bei dir kann man nicht erkennen. Du bist kopflos. Was geht bei dir? Du bist auch kopflos. Eine Mähne. Mu. Und raus bist du. Ja, du kommst im Kochtopf. Alles was. Ja, mach mal Schaschlik aus dir. Ach, hier wird schon was gekocht. Ja, sieht nach einem Arm. Ein Bein aus. Gibt's heute. Armgulasch. Beingulasch. Ja, ist ein kleiner Soßenansatz, so es aussieht. Lecker, ja, dann lass mal heute Abend schmecken. Guten Hunger, Leute. Wo hängt es?